Nach 4 Auswärtsauftritten in Folge darf die Spielvereinigung Greuther Fürth 2 im Nachholspiel des 28. Spieltags endlich wieder mal zu Hause ran. Allerdings stellt die U23 des Bundesliga-Schlusslichts mit nur einem Sieg und insgesamt nur 6 Punkten das schwächste Heimteam der Liga. Ironischerweise feierte man ausgerechnet beim 4:1 im Hinspiel trotz drückender Burghauser Überlegenheit den höchsten Saisonsieg. Dafür wollen sich die Gäste, bei denen Coach Leo Haas an seiner alten Wirkungsstätte nach abgesessener Rotsperre wieder auf die Trainerbank zurückkehrte, natürlich revanchieren. Doch die Hausherren begannen sehr engagiert und erwischten auch gleich einen Traumstart. Profi-Leihgabe Dixon Abiyama bekommt da viel zu viel Zeit und Platz, legt dann ab für Marvin Weiß und der zimmert die Kugel unter die Latte zum 1:0 in der 7. Minute. Nach zuletzt 3 Heimspielen ohne eigenen Treffer endlich wieder mal Grund zum Jubeln für das Kleeblatt, das in der ersten halben Stunde klar überlegen war. Lukas Arendt setzt seinen Schuss hier aber zu hoch an. Den Gästen gelang es erst kurz vor der Pause, die doch leichte Verunsicherung nach den jüngsten beiden enttäuschenden Vorstellungen beim 1:1 in Rosenheim und dem klaren 0:3 zu Hause gegen Albstadt abzulegen. Wenn es gefährlich wurde, dann meist über den agilen Noah Akbaye und der stand dann auch in der 39. Minute im Mittelpunkt. Nach einer schönen Einzelaktion kommt er im Zweikampf mit Abdurrahman Barry zu Fall. Schiedsrichter Johannes Hamper zeigt sofort auf den Punkt. Andrea Bosniak tritt an, scheitert an Leon Schaffran, doch Ryosuke Kikuchi schaltet am schnellsten und verwertet den Abpraller doch noch zum 1:1 nach 40 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt durchaus etwas schmeichelhaft für die bis dato ziemlich zurückhaltenden Oberbayern, die übrigens in den letzten 5 direkten Duellen mit den Mittelfranken nur einen Sieg holen konnten. Nach dem Seitenwechsel waren vor rund 150 Zuschauern im Sportpark Ronhof zunächst dann wieder die Gastgeber am Drücker. Abiyama insgesamt aber nicht so durchschlagskräftig wie noch bei seinem ersten Einsatz vor 3 Wochen in Eltersdorf. Burghausen schaffte es wie schon in Durchgang 1 nur selten, die heimische Defensive in Bedrängnis zu bringen. Hier mal ein guter Pressing-Moment, aber Schaffran bleibt zweimal Sieger im Duell mit Dennis Ade. Wir springen bereits in die Schlussphase, in der Fürth auf den Siegtreffer drückte und diesen Gefallen hätten ihnen beinahe die Gäste selbst getan. Lukas Masak hier mit viel Glück bei seiner Rettungsaktion. Am Ende blieb es aber bei der insgesamt schon gerechten Punkteteilung, mit der Wacker sicherlich besser leben kann als die abstiegsbedrohten Fürther. Ja, insgesamt ein intensives Spiel, denke ich, von beiden Mannschaften. Fürth ist mit einem sehenswerten Schuss in Führung gegangen. War die ersten 20 Minuten, fand ich, besser im Spiel. Danach haben wir ganz gut haben uns gut reingekämpft. Ich habe es gerade meiner Mannschaft gesagt, insgesamt finde ich einen Punktgewinn, auch wenn wir die besseren Chancen in der zweiten Halbzeit hatten. Und für das, was wir jetzt gerade auf dem Platz haben und welche Ausfälle wir gerade haben, war das absolut in Ordnung. Das Gefühl ist schon so, dass wir vielleicht mit bisschen mehr Genauigkeit, bisschen mehr, ich will gar nicht sagen Zielstrebigkeit, aber auch wirklich bisschen mehr Qualität im Abschluss vielleicht auch die 3 Punkte nehmen können. So wartet die Spielvereinigung aber nun schon seit über einem halben Jahr auf den zweiten Heimsieg der Saison und bleibt damit weiter auf einem direkten Abstiegsplatz hängen. Burghausen verpasst die Revanche für die Hinspielpleite, bleibt aber trotz des dritten Spiels in Folge ohne Sieg auf Platz 5.